Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Jawohl, wir haben 1087 Punkte. Das heißt, wir brauchen jetzt mindestens 2 Niederlagen mit 5 Toren, wenn wir unser Limit erreichen wollen, noch 1000 Punkte dazukriegen, damit wir ungefähr 2800, 2900 Punkte haben, damit wir unser Gold-Level am Ende halten können. Ich habe die Taktik umgestellt, die zeige ich euch gleich. Im Tor steht heute wieder Ryan Miller. Ich teste ihn heute nochmal mit der neuen Taktik. Wir machen jetzt Führung verteidigen anstatt zurückhalten. Mal schauen, ob unsere Spieler dann an der blauen Linie stehen bleiben. Ich hoffe es sehr, dass sie es diesmal tun. Und ich habe alles wieder auf die ursprüngliche Taktik zurückgesetzt. 1-4 Trap, 1-2-2 Passiv. Ja. Und eben statt zurückhaltend Offensivdruck machen wir jetzt Führung verteidigen. Rückzug vorm Tor. Genau. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Und ob es überhaupt funktioniert. Und vielleicht haben wir dann endlich die Taktik gefunden, die wir brauchen, um zu gewinnen. Vor allem Sieg oder 2 Siege jetzt am Ende wäre nochmal echt schön, was uns echt in einen sicheren Hafen geleiten würde. Drücken wir es so aus. 2x7, also 2x500 Punkte brauchen wir mindestens. Niederlage bringt 180, Overtime-Niederlage 230 und dann gibt es glaube ich nochmal 90 pro Tor. Also könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel wir brauchen. Theoretisch Overtime-Niederlage und 3 Tore. Normale Niederlage und 4 Tore. Oder gewinnen einfach. Oder Overtime-Sieg 400 plus jeweils dann die Tore da oben drauf. Gegner ist gefunden. Wir müssen nichts einstellen, bis auf die Defensive. Das sollten wir schaffen, dass wir da kurz auf Defensiv schalten bei den Bullies. Puh, Junge, 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 Junge. Was eine Woche bisher. Was eine Woche bisher. Jawohl, hier haben wir Defensive. Das ist meine Defensivtaktik, Offensivtaktik für alle Reihen. Angriff und das haben wir auch noch. Genau. Hatten wir den nicht schon? Ne, hatten wir noch nicht. Oh, danke. Hedman holt sich da, Carlson holt sich da die Scheibe. Ovechkin. Gretzky. Nur kurz sagen. Lass ihn nur. Schön, dass alle schon den 99er Kopi da haben. Die müssen wir uns noch spielen. Aber da kommen wir, glaube ich, noch 6 weitere dazu. Also müssen wir mal schauen, was da noch kommt. Einen kriegen wir, ja. Wir müssen nur die 31 NHL-Teams schlagen in der Daily Challenge. Oder in der täglichen Herausforderung. Oh, ja, will mir da die Scheibe eigentlich auf eine Seite legen. Und das wurde mir hier zum Verhängnis. Guck mal. Oh ja. Passen können sie trotzdem noch nicht. Habe ich vergessen zu erwähnen. McDavid überrennt einfach mal alles. Bishop im Tor. Das sind 2 Minuten. Compadre. Das sind 2 Minuten. Weil da war die Scheibe lang nicht in Sicht. Weber gegen Perry. Pasternak. Also nicht probieren. Pasternak fängt die Scheibe ab. Raus zu Perry. Der rutscht an Kelios vor. Oh, was ist denn das? Ich schieße und er passt. Forsberg gegen Pasternak. Der bleibt aber in Scheibenbesitz. Hultström, Schuss kommt. Dreiseitel, wer hat die Scheibe eigentlich? Pasternak hat sie. Und Pasternak behält sie. Perry. Ja. Wir spielen die Scheibe gern zu unserem Gegner.
Holstrom. Perry gegen Shea Weber. Corey Perry kriegt die Scheibe im Moment nicht Richtung Tor. Oh, schön gemacht. Weniger schön, aber das ist eine... Oh, Alter. Ich würde sagen, das war einer unserer Verteidiger, den sie uns da hinten rausnehmen. Marchessault! Nein! Der Pass kommt nicht zu Hofmann. Ja, danke, Niedermeyer. Der war richtig schlau. Bonino! Das KI-Verhalten von Bonino beschreibt alles im Moment. Die Scheibe kommt die Bande lang. Er müsste sie nur aufnehmen. Er müsste sie nur aufnehmen. Macht er nicht, aber er macht's Tor 1-0. Er hätte sie jetzt einfach nur aufnehmen müssen, dann hätte man die Scheibe gehabt. Gut, im Endeffekt wird ein Tor draus, aber trotzdem muss ich nicht verstehen, warum er sie im ersten Moment liegen lässt. Obwohl er eigentlich direkt hinlaufen könnte. Schön Rückhand, Vorhand, Rückhand und ab hinter Bishop. Wie kann es sein, dass wir bei dem Puckcheck die Scheibe direkt zum Gegner machen? Wie kann das sein? Oh, Bobby Ryan. Jossi, 2-0. Bonino. Nichts, wenn wir 2-0 führen. Das ist am meisten das Problem. Aber 720 Punkte und somit können wir uns jetzt eine Niederlage mit 3 Toren leisten. Bonino mit beiden Toren. Das zweite noch schöner als das erste gerade eben, weil halt wirklich alle zusammenhelfen. Hier, Jossi hinten rum erstmal, beziehungsweise es geht ja hier los. Ryan mit dem Check verliert die Scheibe an Hedman. Jossi nimmt sie schön mit, vorbei an Briere. Boah, das ist auf einmal, stellst ein bisschen was an der Taktik um und auf einmal geht's wieder. Jossi setzt sich hier durch gegen Burns mit der 98. Hedman, den Check muss er einstecken. So, und jetzt kommt St. Louis. Ich weiß, habe keine Ahnung, wie der kleine St. Louis so einen Check abliefern kann. So, und jetzt haben wir hier das Glück, dass Ryan, oh, da weiterkommt gegen Hedman. Gleich den nächsten Check von St. Louis einstecken muss, aber jetzt ist schon zu spät, weil Jossi frei ist. Der legt ab auf Bonino und weg damit. Aber wie gesagt, die wichtige Situation ist die hier. Bobby Ryan vorbei an Hedman. Und dieser No-Look-Pass zu Roman Jossi ist die entscheidende Szene des Spiels in dem Fall, weil dann da drüben eben Bonino frei wird dadurch. Oh. Taktik hat schon mal funktioniert. Und auch Verteidigung war gut. Hat mir schon mal gut gefallen. So. Kurze Folge heute. Nächste Folge für mich incoming. Danke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V, bis zur nächsten Folge hier bei NHL 20 Hockey Ultimate Team.